Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Carnivora 2 Box von Punch Arroganz. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Carnivora 2 von Punch Arroganz. Das Ganze am 18. September erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, der erste Teil, der ist schon etwas her. Und zwar ist er damals erschienen im Jahr 2014. Das war dieser hier. Carnivora war meines Wissens auch das erste Soloalbum von Punch Arroganz. Und jetzt, nach 6 Jahren oder 6 Jahre später, kommt nun der zweite Teil. Ja, wir haben hier eine Box, quadratisch recht flach. Wir werden mal das Ganze aus der Folie befreien. Einmal hier. Wunderbar. Und dann ziehen wir die mal ab. So, also wir haben hier auf dem Boxdeckel einen riesengroßen goldenen Tigerkopf, der sieht echt aus, als wäre er schlecht gelaunt, als würde er uns jeden Moment umbringen wollen. Hier unten CRNVR Römisch 2, also Carnivora 2. Darüber Punch Arroganz, alles hier in Gold. Und dann haben wir hier auch in dieser goldenen Glanzoptik, ja, im Licht kommt es noch besser zur Geltung, diesen Tigerkopf. Dann rundum hier noch so dunkelgrau und dann hier verschwimmt das so in einem, ja, was ist das? Blaugrün, Petrolschwarz. So, auf der Seite lesen wir Carnivora 2 Limited Ext MMXX, also MMXX römisch für 2020. Punch Arroganz. Hier auch nochmal das von unten und hier wieder Punch Arroganz. Auf der Unterseite haben wir den Barcode und natürlich die Infos zu Logos und Labels. Ja, das Ganze natürlich erschienen über Attitude Movement. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Den Boxdeckel kann man abnehmen. So sieht das aus. Und dann kommt uns auch schon der Inhalt entgegen. Als erstes haben wir einmal das Album an sich. Kommt hier im Digipack mit zusätzlichen Inhalten. Dann ein Shirt. Dann ein Sticker. Bomb Set, eine unterschriebene Autogrammkarte und ein Poster. So, das war's mit dem Boxinhalt. Wir packen die Box wieder zur Seite. Übrigens, für alle, die es nicht wissen, Carnivora, der Albumtitel, der passt auch sehr gut zu diesem Motiv. Also wie gesagt, damals bei Teil 1 war es ja noch hier dieser Wolf und jetzt ist es eben der Tiger, kommt aus dem Lateinischen und Carnivora heißt so viel wie Fleischfresser bzw. Raubtier. Und ja, das haben wir hier auf jeden Fall gegeben. So, Nummer 1. Das Shirt ist hier noch in Folie. Und die Nummer 2, die hier noch in Folie ist, ist dann natürlich das Album. So, packen wir mal das Shirt dabei zur Seite. Und starten wie immer mit dem Album. So, hier bietet sich gut an. Gut, also, das ist das Digipack. Hier haben wir wieder den Kopf. Carnivora 2, Punch Arroganz, Carnivora 2 Limited. Wahrscheinlich das X für Extended, wie auch immer. So, so sieht das auch auf der Seite aus. Und hier haben wir dann die Inhalte. Und zwar haben wir hier einmal das Album CD1 Carnivora 2, dann CD2 mit der Akustik-EP und CD3 mit Benjamin. Ja, dann haben wir noch wieder Infos zu den Labels. Und dann würde ich sagen, hier ist auch noch beschriftet, schauen wir mal rein. Der Tigerkopf erneut. Und so sieht das dann aus. Also 3 CDs, das ist echt einiges. Und wir starten immer mit dem Booklet. Auch das hier komplett in dieser Tigeroptik. Durch Dunkelheit entstehen Sterne. Punch Arroganz. Ja, da ist was dran. Hier geht es dann los mit den einzelnen Tracks. Bedeutet, hier kann man dann nachlesen,
wer hat das produziert, aufgenommen, gemixt, gemastert, was auch immer. All diese Infos kann man hier nachlesen. Also die Album-Credits hier umfangreich und detailliert aufgeschrieben. Sehr schön. Dann die Infos zur Akustik-EP. Hier haben wir dann nochmal 7 Tracks zusätzlich zum Album. Auch hier wieder die Credits vermerkt. Und als letztes haben wir hier dann noch Benjamin. Also Punch Arroganz und Kasi Ups. So sieht das aus. Da haben wir dann auch nochmal 9 Tracks. Ja, gab glaube ich auch diverse Infovideos, wo Punch Arroganz das erklärt hat, was genau euch jetzt auf den CDs erwartet. Und dann haben wir hier noch die Infos, wer das Artwork hier verantwortet, beziehungsweise wer den Tiger designt hat. Gut, dann schauen wir uns das Ganze mal an, also die CDs. Wir haben hier CD 1, das ist diese hier, kommt hier wieder in diesem Schwarz und Petrol. Nummer 2 in so einem Goldbraun. Und dann natürlich Nummer 3 hier in so einem Grauton. Also 3 CDs hier in diesem Digipack. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Jede Menge Musik und Inhalt hier drauf. Dann haben wir als nächstes das Shirt. Und das Shirt ist ein ganz spezielles Shirt, denn man hat hier zusätzlich auch noch eine Karte dazugelegt zur Erklärung. Und zwar, was lesen wir hier? Ich bin dein Carnivora 2 Limited Extended MMX T-Shirt. Gib mir Licht und ich zeig dir, was ich kann. Wenn es dunkel wird, damit ich lange für dich leuchte, behandle mich gut. Am besten du wäschst mich von links und nicht zu heiß. Hey, das Motiv auf der Vorderseite dieser Karte ist übrigens ein Sticker. Also, das sind schon mal zwei sehr ausgefallene Sachen. Und zwar einerseits, dass man das hier noch als Sticker verwenden kann. Und dass man hier zu diesem Shirt extra noch eine Erklärung beilegt. Freut mich sehr. Denn es ist tatsächlich so, wir haben hier so einen ganz speziellen Aufdruck, der entsprechend Licht speichern kann und dieses dann natürlich auch abgeben kann. Bedeutet, die Oberfläche hier wird jetzt vom Licht beleuchtet und dann später, ich werde das Ganze dann mal probieren, euch dann zu zeigen. Ich lasse es jetzt eine Zeit lang im Licht liegen und dann werden wir das Ganze mal kurz testen und dann schauen wir uns an, wie das Ganze aussieht, wenn es stockfinster ist und wie das dann leuchtet. Hier unten nochmal der Schriftzug, dann hier wieder der Riesentigerkopf in diesem Gold. Glitzerstil. Das Shirt kommt hier in Größe L aus den USA. Da wäre das M. Ja, die Menschen in den USA sind noch etwas dicker als wir hier in Europa. So, was lesen wir hier? Attitude Movement. Durch Dunkelheit entstehen Sterne. Der passende Spruch zu diesem Shirt. Dann die Infos zum Waschen. Also wie gesagt, wenn ihr das wascht, bitte auf links drehen. Und wenn möglich immer nur bei 30 Grad, dann habt ihr möglichst lange was von dem Shirt. Rückseite ist blank schwarz. So, dann legen wir das mal kurz zur Seite, das Shirt. Und wie gesagt, am Ende des Videos werde ich dann nochmal kurz euch reinschneiden, wie das aussieht im Dunkeln, nachdem das genug Licht getankt hat. So, dann kommen wir zum nächsten Boxinhalt. Und zwar haben wir eine Autogrammkarte, die kommt hier im Hochformat, unterschrieben von Punch mit schwarzem Stift. Wir sehen ihn hier an diesem Ufer stehend. Rückseite wieder der Tiger. Dann mit dabei ein Poster. Natürlich, wie sollte es anders sein? Auch hier wieder riesengroß der Tiger drauf. Format müsste so A2 sein. Das Ganze hier im Querformat. Und hier unten wieder der Carnivora 2 Schriftzug. Die Rückseite des Posters sieht so aus. Hier wieder Punch am Flussufer. Und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt, der, glaube ich, sehr viele beinhalten wird, sehr viele weitere Inhalte, und zwar die Carnivora 2 Sticker Bomb oder beziehungsweise das Sticker Bomb Set. Ja, das Ganze ist hier wirklich nochmal extra versiegelt. Wir werden jetzt hier das Ganze aufreißen. So. Und jetzt werden wir einfach mal den gesamten Inhalt hier ausleeren. So, ich denke, ja, das
Etui, diese Papiertasche, Kartontasche ist jetzt leer. Und dann haben wir hier jede Menge Sticker. So, wir schauen uns das mal an. Ja, also das wird auf jeden Fall dem Namen Sticker Set oder Sticker Bomb Set gerecht. Wir haben hier Attitude Movement Sticker. Die kommen hier rechteckig im Querformat in Schwarz und Weiß. Also das sind auf jeden Fall ein Haufen Sticker. Jede Menge. Dann haben wir einmal den hier. Eine Anspielung auf den bürgerlichen Namen von Punch Arroganz, der ja in Wahrheit Benjamin heißt. So, Benjamin. Also auch hier jede Menge. Rechteckig. Und dann haben wir natürlich auch noch den Tigerkopf. Der kommt hier kreisförmig. Und zusätzlich lesen wir dann hier auch wieder den Namen des Interpreten, das Label und entsprechend Albumtitel plus Jahreszahl. Ja, also drei verschiedene Sticker und von jedem einzelnen Motiv jede Menge Material. Damit kann man gut rausgehen und seine Stadt und seine Umgebung verschönern oder das heimische Zimmer, je nachdem. Gut, und diese Sticker kommen eben in dieser schönen bedruckten Tasche. Das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Tasche hier, wo die ganzen Sticker drin sind. Das sind diese hier, wie gesagt, drei Motive, allesamt reichlich vorhanden. Dann die Autogrammkarte im Hochformat mit schwarzem Stift unterschrieben. Das Poster beidseitig bedruckt, jeweils im Querformat. Dann haben wir natürlich das Album an sich. Das kommt hier in diesem Digipack inklusive der zwei Bonus-CDs. Dann haben wir noch dieses kleine Kärtchen mit der Erklärung zum Shirt, was auch angeblich als Sticker fungiert. Und natürlich nicht zu vergessen das Shirt. Das Shirt werde ich euch jetzt noch einmal kurz präsentieren, wie das Ganze im Dunkeln aussieht. Und dann werden wir hier mal ganz kurz einen Cut machen. So, an dieser Stelle wollte ich euch eigentlich das Video zeigen von dem Shirt und dem leuchtenden Motiv. Hat nicht so ganz hingehauen, die Kamera hat es irgendwie nicht ganz geschafft, das Ganze entsprechend zu erfassen. Deswegen gibt es an dieser Stelle hier dieses Foto. Ich muss ehrlich sagen, auch das Foto kommt nicht ganz so an die Realität ran, denn das leuchtet in der echten Welt also wirklich heftig. Auf dem Foto nicht ganz so sehr, aber man kann es ungefähr erahnen. Also ja. Ich kann euch sagen, das Shirt hält, was es verspricht. Wenn man damit tagsüber unterwegs ist und irgendwie ein bisschen Sonne und Licht tankt hier mit diesem Shirt, dann ist das abends auf jeden Fall ein ziemlicher Hingucker. So, also, wie ihr gesehen habt, das mit dem Glow-in-the-Dark-Effekt funktioniert bei diesem Shirt. Das kann man auf jeden Fall gut verwenden. So, das alles, was ich euch gezeigt habe, in dieser wunderbaren Box. Carnivora 2 von Punch Arroganz. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Punch Arroganz unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.